Ich höre da was. Ha. Das Paket spricht zu mir. Puh, wo fange ich an? Es steht drauf Bruchgefahr. Es steht drauf DHL-Paket und wenn ich reinhöre, dann höre ich da drin Andreas, Andreas, öffne mich. Es ist spannend, das Paket liegt nun schon seit Dienstag letzter Woche hier. Nicht hier, sondern im Geschäft. Es ist, ja, spannend, sehr, sehr spannend. Noch wisst ihr nicht, warum es spannend ist, aber ich weiß es. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Und zwar, ich bin ja jetzt schon seit 1988 in der Fitnessbranche, also sicherlich wesentlich länger, wie die meisten Zuschauer alt sind. Und ja, und da kommt immer wieder die gleiche Frage, den gleichen Anstoß. Lieber Andreas, Mr. T, wann ist es endlich soweit? Was, wann ist es endlich soweit? Was wollt ihr von mir? Ganz einfach, Freunde. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren verstärkt mindestens einmal pro Woche kommt die Frage, Andreas, Andreas, wann ist es soweit? Was denn dein Kochbuch? Da ist es drin. Hier ist es drin, das Kochbuch, was schon lange gewünscht wird. Und ich lasse mir jetzt echt ein bisschen Zeit dabei, weil das ist spannend. Ich mache das nicht einfach so auf, reiß das auf und guck da rein, sondern das machen wir jetzt richtig spannend. Wir zelebrieren das. Warum? Weil es mein erstes Buch ist. Nochmal ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Badum, 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 badum. So, wie der Chirurg. Drehe ich es so rum oder mache ich es so rum? Ich glaube, ich mache es so rum. Erster Schnitt ist der wichtigste Schnitt. Und für große Projekte braucht man große Messer. Ich setze jetzt an, okay? Und ich schneide hier ganz vorsichtig die erste Seite ein. Ich drehe es um und schneide die zweite Seite um. Und jetzt kommt der zentrale Stich. Achtung, genau zielen. Gleich ist es soweit. 3, 2, 1. Fuck. Oh, ich glaub's nicht. Ich traue mir da gar nicht hinzugucken. Ich traue mich noch nicht hinzugucken. Ich gucke nicht hin. Ich gucke noch nicht hin. Ich mache erstmal das hier. Das hier. Ich gucke immer noch, ich habe noch nicht hingeguckt. Ich mache die zwei Seitendeckel auf. Ich habe immer noch nicht hingeguckt. Ich mache den Zettel erstmal, muss den Zettel legen. Leg den Zettel, den mache ich weg. Oh, da ist noch eine Kiste drin. Da ist noch eine Kiste. Lieber Gott! Oh Mann! Oh. Ach, Scheiße! Okay, dann nehmen wir die Kiste aus der Kiste. Die Kiste aus der Kiste. Weg mit. Ich stelle es nochmal hin. Okay, das Ganze nochmal. Einmal drehen. Okay. Messer oder Skalpell ansetzen, zack, runter damit, Messer auf die Seite, bisschen näher ran, ich traue mich nicht reinzugucken, ich gucke weg erstmal, ich gucke weg und nein, nein, komm bitte, noch eine Kiste, was machen die? Alter! Okay, ich lasse die Augen immer noch weg. Zack.
zack, zack. Oh, 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 oh. Ich fühle was. Ich, Augen sind noch zu, ich sehe es nicht. Bei drei, okay. Eins. Zwei. Und die drei. Nee, oder? Nee. Alter, wie geil sieht das denn aus? Ey, wie geil sieht das aus? Ey? Wie geil sieht das denn aus? Alter, Freunde. Wie geil sieht das denn aus? Schaut euch dieses geile Teil an. Vorderseite. Mega. Achtung. Rückseite. Mega. Und ich darf den ersten Blick reinmachen. Drei, zwei, eins. Okay, dann nochmal. Und wow. Wow, das Bild ist ja so geil. So geil. Mega. Was ein Megabild. Erstes Bild. Gesunde Ernährung Basics. Die 10 goldenen Regeln der Ernährung und dein Frühstück, Freunde, dein Frühstück. Porridge mit, verrate ich nicht. Eins zeige ich noch, okay? Eins zeige ich noch, weil die Seite ist sowieso mega spannend. Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie geil sich das anfühlt. Das erste Buch in meinen Händen. So lange gewünscht und doch immer wieder vor mir hergeschoben. Tja, und dann gab es da einen. Der muss jetzt da mit rein. Ja, Freunde, das ist nicht durch mich alleine entstanden. Da gibt es einen jungen Mann, der gerade mal 19 Jahre alt ist. Und der hat gesorgt fürs Layout, für die Bilder, alles Technische drum und dran, kam nicht von mir. Und das war Cedric. Cedric Durin, und von dem werdet ihr noch ganz viel hören. Und jetzt, Freunde, mache ich das Büchlein zu, leg's wieder rein, mache den Karton zu. Und ihr dürft bestellen.